dass ein Miteinander bestehen muss zwischen Dozierenden und Studierenden, dass man miteinander etwas erarbeitet. Gute Lehre zeichnet sich häufig auch durch einen Dozierenden aus, der begeistern und die Neugierde wecken kann. Was wir hier eigentlich in dieser Feldwoche untersucht haben, ist ein Abschnitt von der Bronzezeit, die Mittelbronzezeit. Wir haben hier eigentlich sehr wenig Nachweise über diese Zeit. Und in diesem Berner Forst haben wir einige von diesen Grabhügeln, also Bestattungen, die eigentlich durch diesen Wald und weil man eben nicht gebaut hat, noch sehr geschützt sind. Und was wir machen wollten, wir wollten mit diese Grabhügel im Wald untersuchen und wir haben eigentlich sozusagen in den Boden geleuchtet, um zu sehen, sind diese Grabhügel noch intakt, was erwartet uns da? Dass die Studierenden während dieses Kurses einmal in einem geschützten oder zumindest nicht stressigen Rahmen wie auf Ausgrabung an die Geräte herangeführt werden können und wirklich üben können. Es gibt halt gerade im Vermessungsbereich muss man gewisse Methoden kennen und braucht auch ein bisschen Ruhe, um das wirklich mal auszuprobieren können, um mit den Geräten klarzukommen. Und auf Grabung fehlt dann halt eben häufig die Zeit zum ausgiebig Erklären und auch zum Üben. Da muss es dann in der Regel halt einfach laufen. Für mich ist das schon was Besonderes, weil ich es bisher so gewohnt war, dass diese technischen Aspekte, die man für eine Ausgrabung braucht, dass die in Leergrabung ausschließlich durchgeführt werden. Und da hat man ohne diesen Theorieteil die Leute gleich ins kalte Wasser geworfen. Die mussten direkt mit archäologischem Material arbeiten. Und oftmals sonst auf Ausgrabung ist es eher so, dass man wenig Zeit hat, viel schnell etwas machen muss. Und hier geht es ja auch darum, dass wir etwas mitnehmen und viel lernen. Wir haben einfach angeschaut, wie die Geräte funktionieren und wie die Physik dahinter funktioniert. Und also wie der Ablauf ist bei den Messungen und jetzt machen wir das Ganze praktisch. In der Archäologie lernt man sonst viel Geschichte und auf der Grabung braucht man das eigentlich weniger. Man braucht wirklich die technische Anwendung, also die Praxis mit den Geräten und so weiter. Das ist eigentlich, sind die Kurse, die einem wirklich viel weiterhelfen. Was uns sehr wichtig war, ist, dass Sie das Erlernte, was Sie theoretisch erlernt haben, dann mit den Expertinnen vor Ort in diesem Kurs anwenden können. Und auch zu realisieren, wie lang so ein Prozess in der Regel ist, was alles dazugehört. Also ich glaube, das ist sicher auch ein wichtiger Aspekt dieses Lernprozesses, dass man so etwas einmal von A bis Z eigentlich miterlebt. Also ich finde, es ist wirklich eine angenehme Abwechslung, wirklich zu den sonst eher trockenen Seminaren oder Vorlesungen. Kann man hier wirklich, wie auf den Forschungsgraben oder der Lehrgrabung, wirklich mal auch praktisch und theoretisch arbeiten. Mit dem Theoretischen zuerst und dann der praktischen Anwendung im Nachhinein. Also ich glaube, wichtig ist, dass man den Mut auch hat, zum unbequeme Lehre zu machen. Also nicht nur den Fokus hat auf gute Evaluationen. Und dafür muss man die Leute fordern, damit man sie überhaupt fördern kann. Das Schöne finde ich dann aber, wenn man gerade dann bei verschiedenen Leuten eine Begeisterung spürt, trotzdem, dass sie sich so einarbeiten müssen. Ich glaube, das ist fast das beste Feedback, was man bekommen kann. Und ich denke, da beginnt es eben auch spannend zu werden.